Markus, ich glaube, du musst Bremsbeleg tauschen. Es gibt mehrere Hinweise auf abgefahrene Bremsbeläge. Zum einen lässt sich vielleicht der Hebel relativ weit durchziehen am Lenker. Zum anderen können wir das Ganze optisch feststellen, indem wir in den Bremssattel schauen. Oder drittens, wenn es schon wirklich sehr spät ist, dann hören wir es auch an einem lauten, quietschenden Geräusch, dass irgendetwas an der Bremse nicht passt. Zum Bremsbelägewechsel muss man als erstes das Laufrad wieder aus dem Rahmen ausbauen, damit man zum Bremssattel und zu den Bremsbelägen überhaupt hinkommt. In einem nächsten Schritt muss man die Bremsbeläge bzw. eigentlich die Kolben zurückdrücken. Wichtig ist, das Kolben zurückdrücken nur zu machen, solange die Bremsbeläge drin sind. Sonst kann man nämlich die Kolben kaputt machen. Und bei den alten Bremsbelägen kann man ja schon nichts mehr hinmachen. Das Zurückdrücken der Bremsbeläge sollte auf alle Fälle mit geringem Kraftaufwand möglich sein. Sollte dies nicht funktionieren, ist wahrscheinlich beim letzten Entlüften ein Fehler passiert. Wenn man die Bremse mit abgefahrenen Bremsbelägen entlüftet, ist zu viel Öl im System. Will man dann die Kolben zurückdrücken, um die neuen Bremsbeläge reinzutun, wird das nicht funktionieren. Probiert man es trotzdem mit Gewalt, kann es sein, dass man eine Dichtung im Bremshebel zerstört. Lassen sich die Kolben wirklich nicht weit genug zurückdrücken, um die neuen Bremsbeläge zu montieren, kann ich beim Zurückdrücken die Entlüftungsschraube am Bremshebel öffnen. Aber Achtung, hierbei kann leicht ein Fehler passieren, es kann zu viel Öl austreten und dann haben wir überhaupt keinen Druckpunkt mehr auf der Bremse und können das Rad ins Tal schieben. Das ist wirklich eine absolute Notreparatur und deswegen nur durchführen, wenn nichts anderes geht, mit dem Risiko, dass auch gar nichts mehr geht. Im nächsten Schritt nehmen wir das Mini-Tool und entfernen die Schrauben, welche die Bremsbeläge sichern. Sind die Schrauben mal weg, kann man die Bremsbeläge ganz einfach aus der Bremse herausziehen und durch die neuen ersetzen. Manche Bremsen haben noch eine Klammer dabei, die dafür sorgen, dass die Bremsbeläge immer auseinandergehalten werden. Bei anderen funktioniert das einfach mit Magneten. Ist eine Klammer dabei bei den Bremsen, die wieder einbauen mit den neuen, ist keine Klammer dabei, dann braucht man sie ja nicht. Also neue Bremsbeläge rein, Sicherungsschrauben wieder rein, Laufrad einbauen und fertig. So, spätestens jetzt wird man dann merken, wenn wir vorher die Bremsbeläge nicht zurückgedruckt hätten, weil dann wird man jetzt die Scheibe nicht mehr reinkriegen. So, aber wir haben es ja zum Glück gemacht. Wir drehen das Rad um und als nächstes müssen wir die Bremse mal ziehen. Da werden wir sie komplett durchziehen, weil sie keinen Druckpunkt hat, durch das Bremsbeläge zurückstellen. Nun müssen wir einige Male am Bremshebel pumpen, um wieder einen Druckpunkt zu erhalten. Bevor man losfährt, ist es nur wichtig, dass man die Bremsen auch einbremst. Das heißt, nicht sofort in eine steile Abfahrt starten, wo die richtig heiß werden, sondern lieber mal in der Ebene mit verschiedenen Geschwindigkeiten einfach schön sachte einbremsen. Macht man das nicht, das Einbremsen, dann kann es sein, dass die Bremsbeläge bei der ersten Abfahrt überhitzen und verglasen und man hat das restliche Bremsbelagleben lang ein nerviges Quietschen beim Fahrradfahren, was nicht so lässig ist. Schleifen die Bremsbeläge recht an der Scheibe, sodass das Laufrad nicht mehr gescheit durchdreht, kann man das nur einstellen. Da gibt es zwei Schrauben, die und die. Die müssen wir als erstes mal lockern. Der Bremssattel ist nun locker und nach links und rechts beweglich. Jetzt heben wir das Radl hoch, drehen einmal durch, bremsen vorne langsam und halten dann die Bremse gezogen. Im besten Fall ist der Bremssattel jetzt automatisch zentriert. Und wir ziehen bei gezogener Bremse die Schrauben wieder fest. So, schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Ja, schon viel besser als vorher.